Sind meine Kinder jetzt plötzlich nicht mehr wichtig, weil ich jetzt eine Freundin habe und in einer Beziehung bin? Wer das denkt, war nie alleinerziehend. Seit über 2 Jahren kümmere ich mich allein um meine Kinder und das hat mir echt schon viel abverlangt. So wie auch jetzt zur Zeit wieder, wo ich echt richtig krank bin, ich glaube, ihr hört es an meiner Stimme und ich muss halt trotzdem funktionieren. Und egal in welche Lebenssituation ich komme, meine Kinder werden immer an erster Stelle stehen. Die beiden sind mir das Wichtigste in meinem Leben, für die ich alles getan habe, für die ich alles gekämpft habe und das wird auch immer so bleiben. Trotzdem freut es mich natürlich, wieder auch jemanden in meinem Leben zu haben, mit dem ich eine Beziehung führen kann. Liebe zu erfahren ist so ein schönes Gefühl, etwas, was ich wirklich die letzten Jahre überhaupt nicht hatte. Und klar, deswegen ist meine Freundin jetzt auch super wichtig für mich. Aber ich muss dir es gar nicht erklären, sie hat von Anfang an verstanden, welchen Stellenwert die Jungs haben und worum es da geht. Und ich glaube, auch nur mit so einem Menschen kann dann eine Beziehung funktionieren. Ich bin zurzeit einfach sehr glücklich, teile das super gern mit, weil es mir die letzten Jahre nicht so ging. Und jetzt schaue ich mal, wo das Ganze hinführt. Natürlich werden meine Jungs immer Teil des Ganzen sein. Egal, was da jetzt noch kommen mag. Also, wird es in Zukunft hier weiterhin um mein Leben als Papa gehen? Ja. Wird es hier aber auch um meine Beziehung als Papa gehen? Ja. Das ist vielleicht neu, aber ich finde das gut. Denn ich bin der Meinung, ich habe einen ganz, ganz, ganz super besonderen Menschen kennengelernt. Da ich weiß, dass du das Video geguckt hast, danke, dass du da bist. Und danke für jede Minute mit dir, auch wenn ich mich zurzeit anhöre wie ein 14-jähriger Junge.